Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat die Frau Abg. Nicola Beer, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn der Bundeswahlleiter das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl dieses Jahres noch nicht festgestellt hat, auch wenn die Kollegen Gremmels, Wiesmann, Jung und ich erst mit der Konstituierung des neuen Deutschen Bundestages, also ungefähr Ende Oktober, Mitglieder des Deutschen Bundestages sind, ist doch heute die letzte Gelegenheit, in dieser Plenarsitzung mich von Ihnen zu verabschieden, schlicht weil uns die Herbstferien in Hessen einen Strich durch die Rechnung machen und die Gelegenheit im Oktober nicht mehr stattfindet. Für mich durchaus ein sehr emotionaler Moment. Mit dem Hessischen Landtag verbindet mich nicht einfach nur 18,5 Jahre berufliche Tätigkeit, sondern eine Vielzahl an persönlichen Momenten. Meine Zwillinge waren beim Wahlkampf 1999 schon dabei, sogar Herr Kollege Boddenberg 24 Stunden am Tag, da sie nämlich erst 10 Tage vor dem Wahltag auf die Welt gekommen sind. Sie waren jetzt am Wahltag auch wieder mit dabei bei der Wahlparty am Sonntag in Berlin. Sie sind mittlerweile volljährig, haben Gott sei Dank Führerschein, was dazu geführt hat, dass Sie Ihre Mutter im Bundestagswahlkampf auch entsprechend unterstützen konnten mit der einen oder anderen Handreichung. Allerdings haben Sie meines Erachtens am Wahlabend andere Getränke zu sich genommen als an dem Wahlabend 1999, als Sie zwischendurch gestillt werden mussten. Ich habe durch die politische Arbeit hier in Wiesbaden, hier im Landtag, auch meine große Liebe gefunden. Das hat mir neben einer wunderbaren Partnerschaft, die mich jetzt auch Richtung Berlin entsprechend unterstützen will, noch 4 Beutekinder eingebracht und dazu noch erhebliche Einblicke in das Berliner Bildungssystem. Alles etwas, was man hier und auch darüber hinaus weiter verwerten kann. Aber ich kann auch feststellen, dass sich in diesen 18,5 Jahren politisch eine ganze Menge verändert hat. Und keine Angst, ich werde jetzt nicht der Versuchung erliegen, diese 18,5 Jahre eine halbe Stunde Revue passieren zu lassen, auch wenn das natürlich reizt, weil man das ein oder andere miteinander erlebt, durchlitten oder auch genossen hat. Ich kann zumindest sagen, ich habe so ziemlich alles mitgenommen, was ein Abgeordnetenleben so bieten kann. Da war von allem etwas dabei, Mitglied verschiedener Oppositionsfraktionen, Mitglied von 2 Regierungsfraktionen, auch irgendwas dazwischen, wenn ich mich an die Zeit 2008, 2009 erinnere, sogar das Handaufheben für die Selbstabschaffung oder besser gesagt Selbstauflösung dieses hessischen Parlaments und letztendlich die 5 Jahre Regierungsbank als Staatssekretärin und Kultusministerin, die noch einmal ganz besondere Eindrücke auch in der Zusammenarbeit mit dem einen oder anderen hier im Haus gebracht haben. Aber ich glaube, man kann auch feststellen, dass es den Freien Demokraten in dieser Zeit gelungen ist, mit die politische Kultur in diesem Hause zu verändern. Wir haben meines Erachtens mit den beiden schwarz-gelben Koalitionen auch einen Beitrag dazu geleistet, dass die einstige hessische CDU-Kampfverband mit den Bündnis 90 die Grünen koalieren und gelegentlich, Herr Kollege Wagner, eher kuscheln kann, die die CDU in früherer Zeit eher als die Erben der Steinewerfer des Frankfurter Pflasterstrandes gesehen hat. Eine Lernkurve, die sich gegebenenfalls für Berlin auch fortsetzen ließe. Und da kann ich nur im Hinblick auf die Äußerungen des Ministerpräsidenten von heute Vormittag, der Kollege Greilich hat das schon einmal kurz angesprochen, vielleicht von einer anderen Seite darauf reagieren, indem ich sage, ich würde dem Ministerpräsidenten sogar zustimmen, wenn er sagt, dass die CDU in einer Jamaika-Koalition wieder bestimmen möge. Jedenfalls insofern, dass wenn sich 3 Partner auf Augenhöhe treffen, dann auf jeden Fall die CDU-CSU endlich bei Jamaika wieder mitbestimmen kann,
Das jedenfalls wäre der Unterschied zur GroKo, wo die Sozialdemokratie in der Vergangenheit die Agenda diktiert hat. Schön für mich, dass ich die Gelegenheit habe, im Rahmen einer Bildungsdebatte heute hier den Abschied zu nehmen in diesem hessischen Landesparlament. Denn wenn ich auch in den letzten 18,5 Jahren, und das waren immerhin 5 Legislaturperioden, eine Vielzahl von Themen für die Freien Demokraten hier bearbeiten durfte, Rechtspolitik, Justizvollzug, Petitionen, wie so jeder Anfänger, das wird jetzt sicherlich auch den einen oder anderen Anfänger treffen, Wissenschaft und Kunst, Europa und letztendlich Schule, dazu noch zusätzlich eine Reihe von Untersuchungsausschüssen, wissen Sie, war und bleibt sicherlich auch die Bildungspolitik in der ganzen Bandbreite immer meine Leidenschaft. Als Tochter einer Aufsteigerfamilie ist es mir einfach wichtig, dass in unserer Gesellschaft der soziale Aufstieg durch Bildung wieder Realität wird. Ich glaube, die Zeiten zeigen, dass der Einsatz dafür wichtiger ist denn je. Die Herausforderungen sind meines Erachtens gestiegen, denn Globalisierung und Digitalisierung prägen unser Lebens- und unsere Arbeitsumwelt. Sie sind aber in unseren Bildungssystemen allenfalls in Ansätzen angekommen. Und das werden wir uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich das zum Abschied sagen, das werden wir uns nicht weiter leisten können, da es für die Zukunft entscheidend sein wird, Bildung von der Krippe bis zur Erwachsenenbildung so zu modernisieren, dass wirklich jeder fit ist für die Welt von morgen und übermorgen. Und lassen Sie mich das, ich hoffe, das wird nicht übel genommen, aber gerade auch mit Blick auf die Debatte, die ich eben jetzt hier noch einmal verfolgen konnte, sagen. Ich glaube, das hat noch einmal gezeigt, dass das Allerwichtigste im Hinblick auf eine qualitätsvollere Bildung an und für sich ist, dass wir uns gesamtgesellschaftlich, wirklich als gesamte Gesellschaft in Deutschland eine Zielvorstellung davon machen, was weltbeste Bildung sein müsste, dass wir uns darauf einigen und dass wir dann endlich Kurs halten, und zwar langfristig, über Legislaturperioden, über Regierungswechsel hinweg, Schulen davon zu befreien, dass ideologische Debatten, so wie wir sie zum Teil heute hier wieder gehört haben, in ihren eigentlichen Auftrag eingreifen, nämlich einfach guten Unterricht zu machen, Kinder dafür fit zu machen, über qualitätsvollen Unterricht ihr Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen zu können. Und deswegen glaube ich, sollten wir nicht locker lassen, konsequent auf die Expertise der Fachleute vor Ort zu setzen, nämlich auf unsere Lehrkräfte. Und deswegen ist für mich nach 18,5 Jahren die Konsequenz daraus, dass es dringender denn je ist, Schulen so eigenständig zu machen, dass sie geschützt sind vor permanenten Umschwüngen der Politik. Und ich sage das ganz deutlich, ich glaube, jenseits der Debatten zu Kooperationsverboten, wir brauchen eine viel grundlegendere Reform unseres Bildungsföderalismus. Ich glaube, es reicht nicht aus, nur zu diskutieren, Land versus Bund, Bund versus Länder, sondern es geht darum, eigenverantwortliche Schulen, Eigenverantwortung in Personal, Budget und Organisation flächendeckend in Deutschland zu bekommen. Denn nur so werden wir uns letztendlich auf das eigentliche Kerngeschäft von Schulen konzentrieren können. Und wir werden sie, so wie die autonomen Hochschulen, maßgeblich abschirmen vor politischen Eingriffen. Ich persönlich bin gespannt, ob diese die große Zustimmung, die wir in dieser Bundestagswahl durch die Bevölkerung gesehen haben, und zwar dafür, dass das erste Mal in einem Bundestagswahlkampf das Thema Bildung prioritär war für die Menschen. Doch, Frau Kollegin Wissler, wir haben das den Wahlkampf über in den ganzen Veranstaltungen gesehen, dass jenseits der Anfragen aus politisch geprägten Kreisen, auch gerade jenseits der Anfragen von Journalisten, die uns vorhielten, Bildung sei kein Thema für eine Bundestagswahl, die Menschen jedes Mal zugestimmt haben, dass ihnen die Auseinandersetzung zwischen dem schwarzen Peterspiel Kommune, Land und Bund völlig egal ist. Sie legen Wert darauf, dass hinten gute Bildung bei rauskommt. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass, wenn dieser Druck aus der Bevölkerung da ist, wir auch eine Möglichkeit haben, uns gemeinsam über alle Ebenen und vor allem über alle Fraktionen hinweg
darauf zu einigen, dass der Weltmeistertitel nicht nur für den Fußball, sondern dass wir den Weltmeistertitel auch für die Bildung in Deutschland anstreben sollten. Ich kann zum Abschied nur sagen, dass ich persönlich meinen Einsatz, auch meine Leidenschaft gerne dafür leisten möchte. Ich nehme die Erfahrungen aus dem hiesigen Parlament, aus der gemeinsamen Arbeit in Ausschüssen, auf Delegationsreisen oder auch dem persönlichen Gespräch sehr, sehr gerne mit. Ich werde vieles und viele vermissen, wenn auch nicht alles, was man gelegentlich in diesem Parlament gehört und erlebt hat. Aber ich glaube, dass letztendlich es wert ist, diesen Einsatz zu zeigen, egal auf welcher Ebene, für ein solches Zukunftsprojekt Bildungsweltmeister in Deutschland zu werden. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, auch wenn ich vieles und viele vermissen werde. Im Wandel liegen letztendlich viele Chancen für Sie genauso wie für mich. Schönen Tag. Nicola, bleib da. Nicola, bleib mal da. Meine Damen und Herren, das war die letzte Rede der Kollegin Nicola Beer hier im Hessischen Landtag. Wir haben alle Anlass, herzlich Danke zu sagen. Seit 1999 gehörst du dem Hessischen Landtag an. Du warst, du hast angedeutet, in vielfältigen Funktionen, unter anderem parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Fraktion. Du warst stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Du warst auf der anderen Seite der Regierung als Staatssekretärin, als Ministerin und hast das ganze Leben hier im Landtag von allen Seiten miterlebt. Du warst immer eine recht angenehme, nicht einfache, nicht immer einfache Kollegin. Das gehört dir aber auch dazu. Wir wollen dir aber ganz, ganz herzlich danken. Und jetzt gehst du nach Berlin, bring ein bisschen hessische Vernunft nach Berlin. Das kann denen gar nicht schaden dort. Und ich will dir auch ein Präsent überreichen namens des Landtags. Das ist die Uhr des Hessischen Landtags, damit ihr immer wisst, was die Stunde geschlagen hat in Berlin. Und wir wünschen dir alles, alles Gute, Glück auf und Gottes Segen bei der Vertretung unserer Interessen auch in Berlin. Alles Gute, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich unterbreche mal für eine Minute. Macht mal eure ganzen Liebeleien dort auf. Meine Damen und Herren, ich glaube, das war angemessen, wenn eine Kollegin, die so lange dem Hessischen Landtag angehört, hier mit uns gemeinsam geweckt hat, dass sie hier auch in angemessener Form sich verabschieden konnte. Das war, glaube ich, eine richtige Sache. Trotzdem müssen wir in der Debatte weiter fortfahren, wenn keiner etwas dagegen hat. Wenn einer etwas dagegen hat, würde man es auch machen. Der Kollege Armin Schwarz hat das Wort für die CDU-Fraktion. Bitte sehr, Armin. Ist jetzt gar nicht so einfach nach dieser Gratulationskur, aber das schaffst du schon. Bitte. Sehr gut. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Zunächst einmal, bevor die bildungspolitische Debatte wieder Fahrt aufnimmt, auch meinerseits, liebe Kollegin Beer, alles Gute für Sie. Mögen Sie Hessen gut vertreten in Berlin, mögen Sie für das deutsche Volk gute Entscheidungen treffen. All das gebe ich Ihnen gerne mit auf den Weg. Also nur das beste gottesreichen Segen. Die Fahrt der bildungspolitischen Debatte jetzt wieder aufzunehmen, ist nicht ganz einfach. Aber ich versuche einmal, die Eckpfeiler wieder aufzunehmen, die eben auch von der Opposition gesetzt worden sind. Deswegen bin ich froh darüber, dass ich am Ende der Debatte als letzter Redner da noch einmal ein paar Dinge gerade ziehen kann. Denn in einem Punkt sind wir uns, glaube ich, sehr einig, qualitativ hochwertiger Unterricht und die Rekordinvestitionen in Schulen sichern die besten Bildungs- und Zukunftschancen für die hessischen Schülerinnen und Schüler, meine Damen und Herren. Dabei gilt,
dass Qualität und Quantität selbstverständlich zwei Seiten derselben Medaille sind. Deswegen müssen wir sehr, sehr deutlich sagen, dass alleine in diesem Haushalt 1.700 zusätzliche Stellen nicht nur geschaffen und ausfinanziert worden sind, sondern die haben wir auch besetzt. Das heißt, meine Damen und Herren, zum vierten Mal in Folge haben wir das Lehrer-Schüler-Verhältnis, die Lehrer-Schüler-Relation verbessert und liegen jetzt im Schnitt bei einem Lehrer-Schüler-Verhältnis von 1 zu 13,8. Und da können wir stolz drauf sein, meine Damen und Herren. Ja, das sind Bestwerte, das ist eine Leistungsschau. Denn die 53.000 Stellen, die wir haben, die sind besetzt bei 770.000 Schülerinnen und Schülern. Ist das ein Bestwert? Mehr Lehrer in Hessen gab es noch nie. Und ich will es nur einmal erwähnt haben, damit das nicht völlig aus der Erinnerung kommt, zur Grundunterrichtsversorgung. Das sind alles Profis hier. Sie wissen alle genau, was das bedeutet. Bedarf es 38.000 Stellen. 38.000 Stellen. Ich habe es eben gerade gesagt. Wir haben 53.000 Stellen, das heißt 15.000 Stellen on top, so viel Personal wie noch nie. Ich sage sehr deutlich, das ist gut investiertes Geld. Das leisten wir uns aus tiefer und fester Überzeugung. Wir haben die kleinsten Klassen aller Zeiten zuzüglich der 105%, und die gibt es nur in Hessen, meine Damen und Herren. Einen Spitzenwert haben wir auch in der relativen Entwicklung der Bildungsausgaben der öffentlichen Hand für Schulen. Alleine in den letzten 15 Jahren haben wir hier einen Zuwachs von 67,6%. Das ist so viel an Zuwachs wie in keinem anderen Bundesland. Das sind unerreichte Werte. In diesem Haushaltsplan sind wir noch bei knapp 5 Milliarden €. Im nächsten Haushaltsplan, das darf ich sagen, werden wir 5 Milliarden € reißen. Das wird eine Rekordinvestition sein. Das ist eine Schallmauer, die ist wirklich in der Dimension historisch. Ja, Qualität und Quantität verbunden mit den richtigen Schwerpunkten, mit erfolgreichen Konzepten der Landesregierung, das sind die Schlüssel zum Erfolg. Ja, der Minister hat es gesagt, wir leben in einem durchaus schnell sich verändernden Zeiten. Das sind Turbulenzen. Ja, das sind Veränderungen, die alle Lebensbereiche betreffen. Diese Veränderungen betreffen die Familie, die betreffen die Arbeitswelt, den Beruf. Und wenn diese Veränderungen die ganze Gesellschaft betreffen, dann selbstverständlich auch in Schule. Und genau deswegen gibt es diese Querschnitts- und Daueraufgaben, die wir kraftvoll und mit sehr, sehr präzisen Konzepten angehen. Und das möchte ich dann doch noch einmal in Erinnerung rufen, was da bereits erfolgreich läuft und was wir da nicht nur bereit sind, sondern auch konsequent es tun, weiter an Intensität und Kraft hineinstecken. Der Pakt für den Nachmittag, Kollege Wagner hat es gesagt, größtes Ausbauprogramm für den Ganztag, was es jemals in Hessen gab. Zwei Drittel der Schulträger mit dabei. Sie hören das immer wieder, weil Sie es offensichtlich ja anders bewerten. Aber vielleicht lernen Sie ja dazu. Und deswegen allein in diesem Bereich 2.600 Lehrer, die nur im Bereich des Ganztages tatsächlich aktiv sind und mit 1.100 Schulen, die Ganztagsprogramm vom Pakt für den Nachmittag über Profil 1 bis Profil 3 sich dort engagieren, ist das wirklich ein enormer Zuwachs. Ich will es nur einmal sagen. Wir haben übernommen, da gab es gerade einmal 100 Schulen, die sich im Ganztag engagiert haben. Jetzt liegen wir bei über 1.100 Schulen. Und das ist wirklich epochal, meine Damen und Herren. Da reden wir darüber, was wir im Bereich der Integration und der Deutschförderung machen. Auch das will ich einmal in Erinnerung rufen. Das ist schön. Auch das will ich in Erinnerung rufen. 40.000 Seiteneinsteiger seit Anfang der Legislaturperiode. Da warten wir nicht ab, da gucken wir nicht zu, da agieren wir. Denn Deutsch ist die Grundlage für alles. Deutsch ist die Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe,
für Karriere- und Schulperspektiven. Und von daher 2.630 Stellen, das sind noch einmal 450 mehr in diesem Bereich, die wir mit Qualität besetzen. Nämlich mittlerweile haben bereits über 500 Kolleginnen und Kollegen eine Weiterbildung. Sie wissen, das ist ein Studium in diesem Bereich Deutsch als Zweitsprache gemacht. Und über 4.000 Kolleginnen und Kollegen haben eine Deutsch-Basisqualifikation erworben. Ich glaube, das kann sich wirklich sehen lassen. Das führt dazu, dass wir fast 9.000 Kinder und Jugendliche mittlerweile in die Regelklassen überführt haben, integriert sind. Die kommen da gut klar, weil sie gut gerüstet und gut ausgebildet in deutscher Sprache wurden, genau über diese passgenauen Maßnahmen. Deswegen ist auch dieses Konzept sehr erfolgreich. Zum Thema Inklusion will ich in aller Kürze dann doch noch einmal ein paar Dinge sagen. Ja, wir setzen die UN-Menschenrechtskonvention für behinderte Menschen um. Ja, das gilt, und das machen wir auch in der nötigen Form. Aber eines ist auch klar. Die Wahlfreiheit der Eltern bleibt bestehen. Und vor allem gilt eins. Das Kindeswohl ist entscheidend. Das Kind muss dort beschult werden, wo die idealen Rahmenbedingungen sind. Das Kind muss dort beschult werden, wo die optimalen Förderprogramme tatsächlich auch greifen. Und insofern will ich eines deutlich sagen. Die Beratungs- und Förderzentren und die Schulen die beraten in jeglicher Richtung. Da gilt nicht nur die Beratung in die Inklusion hinein, die im Übrigen auch zielgleich zu erfolgen hat, sondern es gibt auch die Beratung, dass ein Kind besser aufgehoben sein kann an den Förderschulen. Das halte ich für vernünftig. Wir stehen für den Erhalt der Förderschulen. Da gibt es überhaupt gar keine Zweifel. Und wenn ich einmal aus verschiedensten Gesprächen berichten darf von Müttern, die Kinder in inklusiven Beschulung hatten und sich dann nach einer gewissen Zeit entschieden haben dafür, dass das Kind an einer Förderschule besser platziert ist. Denn die Kinder, die in der Klassengemeinschaft dann möglicherweise dann nicht zum Kindergeburtstag mit eingeladen haben und das behinderte Kind oder das Kind mit Einschränkungen dann nicht so mitgenommen haben, das hat dann schon wehgetan. Und deswegen die Entscheidung, das waren sehr, sehr beeindruckende Erfahrungsberichte, die ich da aus erster Hand bekommen habe, haben gezeigt, dass die Förderschulen ganz wichtige Aufgaben in diesem Bereich erfüllen. Und im Bereich des Sozialindexes, um den vierten Punkt zu benennen, da stecken wir auch nicht nur die Stellen rein, sondern auch die Köpfe, um die Schulen entsprechend zu entlasten und zu unterstützen. Das Ganze flankiert durch den Integrationsindex. Ich darf feststellen, in allen Bereichen, summa summarum, sind das alleine 8.500 Stellen über den Daumen. Das ist wirklich eine Kraftanstrengung und zeigt sehr genau, wie ernst wir es meinen mit der Unterstützung, der passgenauen Unterstützung für die hessischen Schulen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und zur Qualität gehört selbstverständlich auch die ordentliche Fort- und Weiterbildung. Da möchte ich dann schon noch einmal darauf eingehen. Es wird ja gerade so getan, als wäre Fort- und Weiterbildung eine Sache, die jetzt gerade für einen Moment mal was wäre. In einem Berufsleben von 40 oder über 40 Jahren ist es doch eine Selbstverständlichkeit, dass auch Lehrerinnen und Lehrer lebenslang dazulernen. Und das hat es gegeben. Und das wird es geben, und deswegen setzen wir auch die Prioritäten aktuell auf die Bereiche, die im Besonderen im Fokus stehen. Das ist Heterogenität, das ist die Digitalisierung und die Inklusion. Und das machen wir in aller Konsequenz. Da gibt es überhaupt keinen Dissens, meine Damen und Herren. Und gelegentlich ist es ja schön, wenn man auch einmal hier ein Zitat platziert. Und da bietet sich gelegentlich dann auch John F. Kennedy an. Der hat festgestellt, es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung. Das ist nämlich keine Bildung bzw. schlechte Bildung. Das habe ich ergänzt. Und da bietet es sich an, das ist eine Steilvorlage auf das, was wir an den Rahmenbedingungen
an Grundschulen zusätzlich optimieren, hier noch einmal zu beschreiben. Gute Bildung machen wir konsequent von der ersten bis zur letzten Klasse durch in allen Bildungsgängen. Und gute Bildung von Grund auf, das ist unser Motto, flankiert durch massive Investitionen, die ich eben gerade beschrieben habe. Und Herr Kollege Degen, das muss ich dann doch jetzt einmal machen. Wenn Sie sich da hinstellen und erzählen, dass zur Zeit des Kollegen Holzapfels die Welt in Ordnung war, da falle ich ja fast vom Stuhl. Zu der Zeit bin ich noch erstens in der Schule gewesen und zweitens habe ich einen regen Austausch mit den Kollegen gehabt, die unterrichtet haben. Jetzt will ich Ihnen eins sagen. 80% Lehrerversorgung gleich 100% zu setzen, um dann zu erklären, dass kein Unterricht ausfällt, das ist ja am Rande des Irrsinns. Das muss man wirklich der Welt mal vergegenwärtigen. Und jetzt will ich Ihnen eins sagen. Der Kollege Holzapfel, der ist damals so unter den Schlitten Ihrer GEW gekommen, dass der freiwillig aus der GEW ausgetreten ist. Das war ein komischer Zufall. Also, manche Dinge fügen sich dann. Deswegen bin ich dankbar für den Hinweis und komme zurück zum Unterstützungspaket, das wir für die Grundschulen auf den Weg gebracht haben. Da bin ich dem Kultusminister sehr dankbar. Denn Grundschulen stehen vor Herausforderungen neben dem Ausbau für Ganztag, Inklusion, Integration, Sprachförderung, müssen Grundschulen heutzutage auch Dinge leisten, die früher nicht erforderlich waren, weil sie schlicht und ergreifend in den Elternhäusern im Rahmen von ganz normaler Erziehung erbracht wurden. Insofern ist das Maßnahmenpaket zur Unterstützung und zur Entlastung von Lehrern, aber auch der Schulleitungen mehr als vernünftig. Auf Hauptpunkte ist schon eingegangen worden, und in Kenntnis der fortschreitenden Zeit will ich das sehr komprimieren. Das Maßnahmenpaket mit dem Aufschlag der unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch Sozialpädagogen, denn 400 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen werden zum 1. Februar nächsten Jahres ihre Arbeit an den Grundschulen aufnehmen, um genau die Schnittstelle zwischen Betreuung und dem Unterricht zu gewährleisten, halte ich für einen wirklichen Quantensprung. Und das ist wahrliche Unterstützung für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, aber nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, sondern es ist eine wahnsinnige Unterstützung auch für die Schüler selbst, damit sie schneller und einfacher den Lernfortschritt tatsächlich auch erfolgreich sind. 300 Sozialpädagogen, auch das gehört dazu, kommen dann zum 1. August nächsten Jahres noch on top, sodass wir auf die 700 Stellen kommen, die angekündigt worden sind, aber auch die Rahmenbedingungen im Bereich der Schulleitungen und zur Unterstützung der Schulleitungen, die können sich sehen lassen. Alleine 900 Stellennehmungen wird es geben im Bereich der Konrektoren. Und es gibt für die Schulen, die zwischen 81 und 180 Schüler haben, erstmals die Konrektorenstellen, flankiert durch die Jobtickets und sehr ordentliche Lohnzuwächse, die wir hier im Hessischen Landtag dank unseres Innenministers auf den Weg gebracht haben. Das kann sich sehen lassen. Da sind wir froh drüber. Im Staccato natürlich auch die 24 zusätzlichen Stellen für Schulberatung und Schulpsychologie, die wir in den vier Kooperationsverbünden an den staatlichen Schulämtern verankern. Und nicht unerwähnt will ich lassen, auch wenn das vorhin Oppositions als etwas despektierlich beschrieben wurde. Es ist grundvernünftig, einen Praxisbeirat für die Grundschulen zu haben. Es ist grundvernünftig, mit der Praxis sich auszutauschen. Es ist grundvernünftig, genau diesen engen Draht zu haben, damit hier nicht Politik von irgendwo, sondern im engen Austausch mit denjenigen, die es zu tun haben, gemacht wird. Und das ist, wenn man sich tatsächlich mit der Materie mal ernsthaft befasst, ein goldener Weg, der auch sehr gerne gegangen wird, um das auch sehr deutlich einzuordnen. Qualität, ein gerader Weg und ein gerader Faden durch unser Koalitionsprogramm und durch das Regierungsprogramm. Und dazu gehört dann auch, von vornherein die Bildungssprache Deutsch zu stärken, flankiert durch das Programm Deutsch und PC. Das halte ich alles für mehr als vernünftig. Diese Debatte haben wir geführt.
und Qualität nicht nur in der Umsetzung, sondern Qualität auch in der Führung. Der Minister hat darauf hingewiesen, Qualifizierung von Schulleitern. Da kann ja nicht wirklich jemand etwas dagegen haben. So, jetzt gucken wir noch einmal, weil hier eben gerade Bilder gezeichnet wurden, die mit der Realität auch gar nichts mehr zu tun hatten, aber auch gar nichts mehr, mit Verweis auf Perspektiven und Dinge, die irgendwo angeblich in Deutschland seien. Ich frage Sie denn, wo? Ich frage, wo? Wir haben an den hessischen Grundschulen, damit Sie es noch einmal gehört haben, eine Unterrichtsversorgung von 121%. 121%. Genau genommen noch mehr, nämlich von den in der letzten Debatte erwähnten 100 Stellen, die noch nicht besetzt sind, sind es mittlerweile nur noch knapp 70. Also, da liegen wir auch noch drüber. Das gibt es in ganz Deutschland nirgendwo. Nirgendwo gibt es so etwas. Und von daher, da darf man gelegentlich auch einmal stolz drauf sein und nicht permanent die Leute an der Nase herumführen und denen so ein Bild zu suggerieren, als würde hier an den Schulen ein Wirrwarr entstehen. Das ist ein Unsinn sondergleichen. Ich halte es sogar für unverantwortlich, meine Damen und Herren, so vorzugehen und den Leuten an X-Ferien verunfall zu machen. Und da will ich es auch einmal unterstreichen. Gucken wir in Richtung Westen, nach Nordrhein-Westfalen. Da haben wir 2.139 Stellen, die entsprechend noch nicht besetzt sind. 40% der neu ausgeschriebenen Stellen sind nicht besetzt. 40%! Da kann die aktuelle Landesregierung nichts zu. Herr Kollege, das wissen Sie ja genau. Wir liegen bei 121%, bei 121% hier in Hessen. Und wenn wir jetzt einmal einen Blick, und das ist dann ja der Knaller, das ist ja der Knaller, weil wir vorhin ja auch über Berlin gesprochen haben, Blick nach Berlin werfen. Und Herr Kollege Degen, jetzt hören Sie bitte zu. Das müssen Sie jetzt auch aushalten. Und Sie, und Sie hier was erzählen von qualifiziertem Personal, dann finde ich das schon sagenhaft. Wissen Sie, was in Berlin los ist? 50% ohne jegliche pädagogische Kenntnis, 50% des neu eingestellten Personals ohne jegliche pädagogische Qualifikation. Das gibt es in Hessen nicht. Der Minister hat da ausführlich darauf hingewiesen. Und das ist auch kein Zufall, dass es das nicht gibt. Wir rekrutieren sehr konsequent. Wir machen kurzfristige Maßnahmen, die greifen. Das ist qualifiziertes Personal mit pensionierten Kräften oder kurz vor der Pension stehend. In der Mittelfrist haben wir die Weiterbildung von qualifiziertem Personal. Und genau, was der Kollege Greilich eben gerade erwähnte, genau in diesen Bereichen der Grundschuldidaktik und der Methodik werden nämlich die Kolleginnen und Kollegen, die möglicherweise vom Gymnasium oder möglicherweise von der Haupt- und Realschule da reinkommen, ausgebildet. Insofern sind die auch top qualifiziert. Und ich sage es immer wieder gerne wieder, andere Bundesländer gucken sich das in Hessen ab und kopieren genau unsere erfolgreichen Konzepte. Und deswegen, da wo wir Bildungspolitik machen, da ist die Welt in Ordnung, da läuft das. Das kann man auch sehr deutlich an Ergebnissen von Vergleichsstudien erkennen. Da gibt es ja eine schöne Übersicht, eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln für den Bildungsmonitor 2017 der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft. Und die kommt mal auf die Bildungsbilanz der Herr Schwarz, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Kollege, ich komme gleich zum Schluss, Herr Präsident. Ich bitte um Nachsicht. Die SPD will nicht alles anders machen. Ich zitiere den Herrn Degen, aber vieles besser. Dann will ich mir Folgendes sagen. Die Studie kommt zum Ergebnis, schlechtestes Bildungssystem Berlin, höchste Bildungsarmut Berlin, letzter Platz bei der Schulqualität Bremen, geringste Lesekompetenz der Schülerinnen und Schüler aller Schultypen in Bremen, geringste naturwissenschaftliche Kompetenz der Schüler aller Schultypen in Bremen. Ich könnte das jetzt fortsetzen, die Zeit läuft mir davon. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Unsere Konzepte greifen, unsere sind erfolgreich. Und abschließend will ich da noch einmal ein Beispiel bringen. Laut Caritas Bildungsstudie, Schwarz, aber bitte ganz knapp. Allerletzter Satz.
Hessen hat die geringste Schulabbrecherquote aller 16 Bundesländer und hat sie noch einmal abgesenkt von 4,9 auf 4,2 %. Der Gesamttrend geht nach oben. Wir sind dort enorm erfolgreich. Und, meine Damen und Herren, wir setzen diesen erfolgreichen Kurs planvoll, verlässlich für gute Bildung in Hessen fort. Da können sich die Schulen, die Schülerinnen und Schüler und die Kolleginnen darüber freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr, Herr Schwarz. Die Regierungserklärung des hessischen Kultusministers ist damit entgegengenommen und besprochen. Mit aufgerufen ist Tagesordnungspunkt 44 der Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen betreffend bundesweit vorbildliche Ressourcenausstattung der hessischen Schulen sichert Bildungs- und Zukunftschancen der Schülerinnen und Schüler in unserem Land. Der steht nun zur Abstimmung. Wer diesem Entschließungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist SPD und die fraktionslose Abgeordnete. Wer enthält und die FDP? Wer enthält sich? Damit ist dieser Antrag bei ab bei Nichtteilnahme der LINKEN angenommen worden. Ja, ich darf hier oben nicht abstimmen, habe ich mir sagen lassen.